Wie froh bist du, dass diesmal ein Bundesliga erfahrener Schiri pfeift? Ja, das kann ich dann abends spielen. Ja, es ist ja halt schon so, dass man. Es gab jetzt diese Statistik von Liga 3 online, ja genau. Dass wir mit Münster die Mannschaften sind, die wo eigentlich die meisten Entscheidungen gegen sich hinnehmen haben müssen. Ist jetzt nicht gerade glücklich für uns. Wir akzeptieren das, weil Schiedsrichter sind auch bloß Menschen. Bloß jetzt ist halt das schon in einer Häufigkeit passiert, wo uns dann auch wehtut. Weil es sind auch spielentscheidende Situationen, weil wenn du gegen Halle 12 Meter kriegst, die wo durchaus möglich gewesen wären, dann läuft das Spiel auch anders. Das muss man dann schon auch in die Bewertung mit einbeziehen. Ist das irgendwas, wo man was dagegen machen kann? Also, dass man da vielleicht ein bisschen mehr auf sich aufmerksam macht in solchen Situationen oder dass man es vorher zu wenig gemacht hat? Ja, vielleicht haben wir gerade nach dem Halle-Spiel das alles ein bisschen zu sehr auf uns bezogen, was auch in Ordnung ist. Wir müssen selbstkritisch sein, ist in Ordnung. Also man muss ja dann auch den Spielverlauf sehen, dass wenn das Spiel normal gelaufen wäre, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen, wenn die Entscheidungen normal gewesen wären. Aber das ist, trotzdem müssen wir immer bei uns anfangen als erstes, das ist ganz wichtig. Und dann müssen wir die Umstände sehen, wie das Spiel dann, ja, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Und da waren halt einfach Entscheidungen dabei, die wo für uns halt absolut nachteilig waren. Hast du mit Adriano Grimaldi in den letzten Tagen vielleicht mal gesprochen, dass er wieder mehr torgefährlicher wird, dass er wieder mehr in den gefährlichen Bereich reinkommt? Ja, das ist ein Prozess, da wo wir dazugehören als Trainerteam, die Mannschaft, aber ja, er selber auch. Also er muss wieder schauen, dass er diesen Biss entwickelt, wie am Anfang, dass er im torgefährlichen Bereich einfach auch die Tore erzwingt und das kann er. Das hat man gesehen bei dem Elfmeter, wenn er sich mit seiner Wucht da durchsetzt, dann ist er auch schwer zu verteidigen für jeden Abwehrspieler in der dritten Liga. Und diese Wucht, die muss er einfach wieder in sein, oder noch mehr in sein Spiel kriegen und das kann er auch.